Jo Leute, willkommen zur Street Session Part 2. So, wir sind beim ersten Spot. Wir wollen nämlich von da unten Anlauf nehmen, dann da abspringen und da landen. Weil leider kann man nicht gappen, weil halt hier der Anlauf ist komplett zu. Das ist einfach, du bist einfach nur so reingejumpt. Der war halt clean reingesprungen. Aber es sieht wirklich aus, als wäre es wie so eine Oma irgendwie so reingesprungen. Okay, also man müsste halt mehr abziehen, um den zu schaffen. Und man müsste schneller sein. Also nächster Spot. Wir sind ja letztes Mal den schon gesprungen. Aber Max ist halt noch so ein bisschen gecased und das möchte er jetzt heute optimieren. Also Max möchte sich zum Rantasten erstmal hier springen und die oberen fahren. Ja, Digga, für den ersten Versuch war der sogar gut. Du bist nur ein bisschen gecased, aber es macht nichts. Du kannst eigentlich jetzt direkt richtig machen. Okay, mal sehen, ob er es macht. Na, schon. Okay, dann mach. Speed war aber gut. Also wenn du Fullspeed gemacht hast, dann war es gut. Oh, aua! Guck, du musst noch ein bisschen schneller sein. Wärst du ein bisschen schneller gewesen, dann wärst du den ersten clean gesprungen und automatisch auch den zweiten. Jetzt weißt du, was ich meine mit Fullspeed, oder? Jo! Ein richtiges Full-Send-Feeling. Man sieht richtig, wie sketchy das ist. Ja, da geht. Also Leute, wir sind jetzt beim nächsten Spot. Wir können jetzt ja halt nirgends springen. Aber wir fahren einfach runter. Ja, fertig. Also ist nichts Besonderes. Aber ich denke mal, zum Trippeln ist es nur ein bisschen zu weit. Und der Bremsweg ist auch, sagen wir mal, etwas zu kurz. Ja, los! Todes-Downhill-Stoppy. Downhill-Stoppy. Ja. Ich möchte jetzt hier runterspringen. Jo, stark, Max. War es das mit dem Video? Und mit diesem schönen Stunt beende ich das Video. Also, ciao, bis zum nächsten Mal. Herr am 10, bis zum Bauschluss.